Ich heiße Steffen Haschler, bin Lehrer in Heidelberg an einem Gymnasium und unterrichte dort Mathematik, Physik und Informatik. Bin an der Schule noch für Medienbildung verantwortlich und in meiner Freizeit engagiere ich mich im Chaos Computer Club seit ein paar Jahren in unserem Bildungsprojekt Chaos macht Schule, in dem wir an Schulen gehen und Schülerinnen und Schüler medienkompetenz technisch stärken wollen. Die Schülerinnen und Schüler benutzen eben ihre Smartphones eigentlich im Alltag an ganz vielen Stellen, an ganz vielen Orten und ständig und legen ganz viele wichtige Informationen darauf ab. Und die Sache ist, diese Smartphones sind halt Computer, die mit dem Internet verbunden sind. Und genauso wie die Jugendlichen halt auf Inhalte im Internet zugreifen können, können natürlich auch andere aus dem Internet auf die Geräte der Jugendlichen zugreifen. Und insoweit ist es schon sinnvoll, das Gerät zu schützen gegenüber Ausspähung oder auch Datenklau, weil im Internet, wenn Daten geklaut werden oder im Digitalen, dann werden die ja kopiert und normalerweise bemerkt man das dann gar nicht. Und zudem ist es so, die Smartphones sind mobile Endgeräte, sehr beweglich, die gehen auch mal einfach so verloren. Das heißt, es muss auch nicht sein, dass aus dem Internet irgendwie Angriffe kommen, sondern dass man ganz banal das Handy in der Straßenbahn liegen lässt und dann ist es auch weg. Und wenn man dann nichts weiß von sicheren Passwörtern, dann haben Fremde plötzlich Zugriff auf intimste Daten. Ja, ist eine schwierige Frage, weil Privatsphäre ein sehr komplexer Begriff ist. Wenn man sich ganz konkret in einen jungen Menschen reinversetzt, der sich in der digitalen Welt bewegt, dann werden eigentlich ständig seine Daten verlangt von irgendwelchen Diensten, Zugriff auf Standortdaten, auf Verbindungsdaten, auf Bilder, auf alles Mögliche. Und da wäre halt wichtig, dass er sich dessen bewusst ist, was das bedeutet, wenn er sich dann beispielsweise eine App installiert. Da ist auch wichtig, dass er diese Komplexität wenigstens kennt, dass eben Verbindungsdaten oder wann ich online bin, mit wem ich spreche, auch sehr wertvolle Daten sind, dass man viele Rückschlüsse auf meine Beziehungen schließen kann, auf wie ich mich fühle und so weiter, dass da einfach ein Bewusstsein geschaffen ist. Und wenn dann der Dienst installiert wird, wäre wohl das allererste, in die Sicherheitseinstellungen zu gehen und erstmal all das zuzumachen, was man nicht möchte, das preisgegeben wird. Und wenn das nicht geht, dann ist meistens an der App irgendwas faul, dann ist man selber eigentlich das Geschäftsmodell, dann sollte man vielleicht ganz auf die App, auf den Dienst verzichten. Ich glaube, dass das Thema eigentlich zu komplex ist für das Alter, weil die Jugendlichen wollen sich ja auch präsentieren und kommunizieren und da braucht es einfach dann auch nochmal gute Vorbilder im Elternhaus und in der Schule. Also die Lehrerinnen und Lehrer sind ja auch gefordert, dass man darüber spricht und die Jugendlichen begleitet. Also wichtig ist halt in der digitalen Welt, dass man eine unglaublich hohe Reichweite hat. Also ganz viele Menschen sehen die Inhalte und davon sind auch ganz viele Menschen, Leute, von denen man heute jetzt noch nichts weiß, aber die vielleicht in der Zukunft wichtig werden könnten. Damit meine ich, wenn man datensparsam ist und überlegt, Daten postet so ein bisschen nach dem Motto Think before you post, dann hat man die Inhalte ein bisschen ausgesucht und macht sich zum einen nicht so angreifbar gegenüber, vielleicht gerade in der Schulzeit, gegenüber anderen, die einem Böses wollen, aber hat auch dann vielleicht ein bisschen kontrollierteres Ich aufgebaut, falls später mal der zukünftige Arbeitgeber auf Informationssuche geht und schaut, was man eigentlich so alles getan hat im jugendlichen Leben.